Melissa, Melissa, Melissa. Und? Hast du alles bekommen? Ja, ja, ja. Guck, guck, guck. Was ist das denn? Na, du hast doch gesagt, shaved ice. Herzlich willkommen bei YamTamTam. Wir machen heute Shaved Eis. Lecker. Ja, das haben wir in Asien uns ungefähr jeden Tag tonnenweise reingeschoben. Und es ist so lecker. Ja, wir zeigen euch heute, wie das funktioniert. Als erstes geht's mit den Toppings los, denn sobald wir das Eis shaven, fängt sofort an zu schmelzen und wir müssen es ganz schnell essen. Was war eigentlich unser erster Eisbrecher? Oh Gott. Flo, das Video läuft nicht mal eine Minute und schon der erste schlechte Witz. Gut. So. Wir machen als erstes die Mangosauce. Ja, was holst du denn da hinten? Den Mixer. Ah ja, genau, da kommt nämlich unsere Mango rein. Die war vorher tiefgekühlt, haben wir aufgetaut und... 2 Päckchen Vanillezucker. Mhm. Haben wir. Und Saft einer Limette. Oh, cool. Klapp. Klapp. Sehr schön. Gut, dann schneide ich mal die Limette an. Ja. Zack. Reicht das oder willst du noch mehr? Nee, das reicht. Nicht zu sauer. Okay, dann mal Mixer los. Weißt du, wie man das nennt? Dummheit? Auch. Kindersicherung? Ja. Ja. Was muss ich machen? Hier oben drauf drücken. Beides auf einmal. Wow. Sehr gut. Mango geht immer, ne? Ja. Es war total krass, als wir letztes Jahr in Busan waren, in Korea, wie unterschiedlich die Toppings waren. Ja, es gab so ganz traditionelle mit Bohnenpaste und nichts süßer Kondensmilch und das war's dann. Und dann gab es aber auch so richtig abgefreakte Sachen mit, in einer ganzen Melone war das dann drin, mit Kuchen drauf und nochmal Eis. Und das ist voll der Jugendtreff auch, also total viele junge Leute haben das irgendwie gegessen. So sehr generationenübergreifend. Gut. Ich pack das mal weg. Jetzt muss jemand die Mango schneiden. Das mache ich, das ist gut. Wir machen die einmal durch und dann machen wir diesen typischen Würfeltrick, ne? Okay, das sind aber auch Sachen, die passieren nur vor der Kamera, dass Flo sagt, ich schneide die Mango. Klar, ich muss einen guten Eindruck machen. Ja. Wir dachten auch, wir machen ein bisschen die freakige Variante und haben deswegen Käsekuchen gekauft und den schneide ich jetzt auch in Würfelchen. So, dann trenne ich mal den Mango, den Mangokern von der Mango. Melissa? Ja? Ich glaube, ich habe die Mango mit der Avocado verwechselt. ich probiere es trotzdem mal. Nein, nein, das geht so nicht. Wie geht es denn dann? Hä, du musst so in so Streifen schneiden. Okay, dann probiere ich das jetzt nochmal so. Wow. Wow. So soll es aussehen. So, dann schneide ich hier die anderen Seiten auch nochmal ab, um den Kern rum. Ab. So. Na, sieht doch fast aus wie, als würde Feli das machen. Ich wette, das schneiden Leute in so unsatisfying Compilations rein. Safe. So, guck mal, so schlimm ist es auch nicht, ja, Leute? Nein, ist okay, ist so. Okay. Den Rest lutsche ich nachher ab. So, dann schneide ich das jetzt mal hier auf, wie du, in so kleine Würfelchen, ja? Ja. Da gibt es einen schönen Trick. Schneidet man einfach längs der Mango rein und überkreuzt später nochmal. Wow. Wow. Würfelchen. Gut. Schau, wie sie sich ähneln, aber doch unterschiedlich sind. Wie wir. Immer weg vom Körperflug. Ja, nee. Ja, nee. Ich möchte dich nur an unser Toaster-Erlebnis erinnern. Oh Gott, ich komme eines Morgens in die Küche und sehe wie in so Zeitlupe, wie Flo einfach eine Gabel in der Hand hat und in den Toaster will. Und der Toaster steckte. Da war so ein angebratenes Stück drin und ich wollte es raushaben. Dann habe ich versucht, die Gabel zu nehmen, bis du immer gesagt hast, bist du dumm? Sonst sterben dadurch. Und ich war nur so stark, ihm so die Gabel aus der Hand. Ich so, was ist hier los? Obendrauf kommt auch noch Sahne und die schlage ich jetzt mal auf. Gut. Kein Schlagsahnewitz, ich will mal eindrücken. Ich habe früher total gerne Kaffee mit Schlagsahne getrunken. Aber irgendwann habe ich es mir abgewöhnt. So. Dazu kommt noch ein Päckchen Vanillezucker. Was kommt da jetzt rein? Sahnesteif? Sahnesteif. Oh.
Dann heißt das Mixer-Time, oder? Ja. So, du weißt, es ist ein schmaler Grat zwischen steifer Sahne und Käse. Ja, weiß ich. So, fertig. So, und jetzt der Schlagsahnentest. Ist ja so geil, wenn es immer runterkommen würde. Du hast es ja auch ein bisschen gewünscht, ne? Ja. Gut, das war's, oder? Mhm. Sind wir ready? Wir sind ready für den Eisteil. Dann wird es jetzt ein bisschen laut, denn wir schäfen Eis. Ja! Wir haben uns zwei Optionen überlegt. Zum einen haben wir so eine Shaved-Eismaschine direkt geholt und zum anderen aber auch einfach einen Mixer. Und wir gucken jetzt mal, wie beides so läuft. Mal sehen. Das sieht ja abgefahren aus. Ja, verrückt, oder? Sieht aus, als wenn es gleich abhebt, wie eine Rakete. So, was mache ich jetzt? Wir brauchen erstmal noch zwei Schüsseln. Also ich brauche zumindest eine. Du auch. Okay. So, und wie funktioniert das hier eigentlich alles? Hier oben gibt es eine Klinge. So sieht die aus. Und dieses Eis wird dann quasi gedreht und dann immer abgeschäft, abgeschnitten, abrasiert. Wow. Wann hast du dich das erste Mal rasiert? Mit 11 oder 12. Und du? So, erzähl, wie das funktioniert. Naja, bei mir ist es relativ easy. Ich schmeiß das einfach hier alles rein, pack Mr. Mixer oben drauf und leg los. Na dann? Na dann los, in dem Sinne. Los geht's. Ich freue mich schon so drauf. Ich gehe erstmal hier mit einer kleinen Menge rein. Man weiß ja nie, ne? Okay. So. Kindersicherung nicht vergessen? Ja. Okay, 3, 2, 1. Alter, abgefahren, wie geil. Das ist quasi perfekt, so wie es drüben auch ist. Ja. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Man muss danach nicht sauber machen, weil es ist ja nur Wasser. Es kann einfach trocknen. Aber ist auch voll gut. Ja, finde ich auch. Ja. Also Leute, ihr könnt das auch einfach zu Hause nachmachen mit einem starken Mixer. So, aber eigentlich sind das ja so Kegel, ne? Schon, ja. Sollen wir uns nochmal Schüsseln holen? Ja, komm. Die kommen jetzt erstmal kurz in den Tiefkühler. Und auf ein neues. Auf ein neues. Wow. Okay. Okay. Oh, ich würde das ja gerne stürzen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee, lass mal gut sein. Boah, ist so kalt. Wie nennen wir unsere kleinen Berge? Mount Evertaste? Mount Evertaste? Mount Evertaste. Und Grand Candian. Candian, das ist gut. Ja. Yeah. Ich mache das jetzt hier noch schön an der Seite. Weil das alles nass. Weil das hat man nämlich auch in Korea ganz viel, dass die da das richtig schön dekorieren. Ne? Das ist nicht einfach nur eine Eismasse, die man dann einfach nur übertüncht mit irgendwelchen Zutaten, sondern man macht sie richtig schön. Genau. Aber man darf nicht zu doll drücken, weil dann drückt man den Eisschnee wieder fest und dann wird es ja hart. Das will man nicht. Genau, das will man nicht. Das will man nicht. So, dann kommt jetzt als erstes gesüßte Kondensmilch. Lecker. Das ist so auch so die Hauptzutat, ne? Das ist auch so ultimative Befriedigung, ne? Ja, voll. Und dann einfach rüber, Leute. Ah ja. Wow. Gut. Ah, pack alles rauf. Drauf. Put all the good stuff. So, dann haben wir hier noch den schwarzen Sesam. Mhm. Ein paar frische Mangostücke. Ja. 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 Und was noch? Das Allerwichtigste? Sahne. Ja. Da scheiden sich die Geister, ob das drauf gehört oder nicht. Muss jeder selber entscheiden. Boah, geil. So good. So good. Ich hol mal die, Sahne. Boah. Die Himmelskuppe. Batsch! Batsch! Okay, danke. Und obendrauf ein bisschen Sesam. Normalerweise würden wir jetzt aufräumen, aber weil hier schon alles anfängt zu schmilzen, schieben wir es nur auf die Seite. Und in uns rein. Ja! Ja! Bist du bereit? Sowas von. Wir essen jetzt dieses Shaved Ice Kakigori Bingsu oder Eis Shanghai, wie es in vielen Ländern verschiedene Namen hat, aber überall gleich lecker ist.
Oh, so kalt. Ah, so geil. Ich fühle mich sofort zurückversetzt in unseren Urlaub nach Südkorea. Ja, ich kriege richtig Fernweh, wenn ich das anschaue. Und ja, wenn ihr das auch kosten wollt, dann macht es doch gern zu Hause nach. Schickt uns eure Fotos unter dem Hashtag YamTamTam. Und beim nächsten Mal gibt es eine Blind Challenge. Oh, wir dürfen nicht gucken, aber ihr dürft gucken. Bis dann. Tschüss. Seid ihr noch da?